Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Heute beginnen wir nach langer Zeit in Kapitel 8, Johannes Kapitel 9. Ein neues Kapitel, eine neue Geschichte, aber wir werden sehen, das Alte dürfen wir nicht vergessen. Wir werden sehen, wie sich vieles in dieser Geschichte auch auf das bezieht, was wir bisher schon studiert haben in den letzten Wochen und Monaten. Eine spannende Geschichte, eine herausfordernde Geschichte, eine Geschichte, die uns heute viel zu sagen hat. Und weil das so ist, brauchen wir Gottes Führung durch seinen Heiligen Geist. Und bevor wir beginnen, wollen wir nach guter Gewohnheit niederknien, wo es möglich ist, auch gerne zu Hause, und Gott um seine Leitung bitten. Lieber Vater im Himmel, danke für das Evangelium und danke, dass wir jetzt zu deinen Füßen sitzen dürfen, lernen dürfen von dir und möchten dich bitten, dass in dem, was wir lesen, wir Jesus besser verstehen, noch mehr Freude daran gewinnen, auf ihn zu schauen und aus seiner Kraft zu leben. Herr, das bitten wir, halte alles Störende fern, hab Dank dafür. Danke, dass wir ein Fest guter Dinge erwarten dürfen, weil du dein Wort uns eröffnen möchtest. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen. Johannes Kapitel 9. Ganz kurz wollen wir nur einmal Revue passieren lassen, was wir in den letzten Versen von Kapitel 8 gesehen haben. Nach dieser langen Debatte, diesem langen Gespräch, das Jesus mit den Pharisäern geführt hat, in dem es um verschiedene Dinge ging, hat Jesus am Ende dann über Abraham gesprochen. Erinnert euch, Abraham, euer Vater, sah meinen Tag und freute sich, er frohlockte. Und damit hat er sich bezogen auf diese Geschichte in 1. Mose 22. Als nämlich Abraham in dieser unvorstellbaren, also emotional unfassbaren Situation, seinen Sohn opfern zu sollen, plötzlich begriffen hat, was Gott für dich und für mich durchmacht. Am Kreuz durchgemacht hat, schon die 4000 Jahre davor durchgemacht hat und immer noch sozusagen emotional durchmacht. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und das ist etwas, was Gott für alle Ewigkeit natürlich, also das ist ein Erlebnis, das Gott nicht vergessen wird. Jesus wird für immer Mensch bleiben. Ja. Und dieses Opfer, das hat der Abraham verstanden. Ja, als Gott ihn dann im letzten Moment zurückruft, Abraham, Abraham. Ja, diese berühmte Stelle, das erste Mal, dass Gott zweimal ruft einen Namen. Abraham, Abraham. Und dann sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Jetzt weiß ich mit anderen Worten, dass es nichts gibt auf der Welt, was dir wichtiger ist als ich. Jetzt weiß ich, dass ich die Priorität in deinem Leben bin. Und dann versteht Abraham, das, was ich hier erlebt habe, was ich mache, ist eigentlich nur ein Bild dafür, was Gott macht. Also bin ich, Abraham, die Priorität für Gott. Er gibt sogar seinen eingeborenen Sohn für mich. Ja, deswegen sagt der Paulus in Römer 8, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte, wie wird er nicht uns auch alle schenken? Paulus Argument ist, in dem Gott seinen Sohn gegeben hat, gibt es nichts, was er uns nicht geben würde, wenn es uns am besten ist. Das ist ein krasser Gedanke. Und Abraham hat verstanden, es ging nicht um ihn und um Isaak und um Widder, das waren alles nur Symbole. Er sagt nicht, der Herr hat ersehen, er sagt, der Herr wird ersehen, das Lamm. Ja? Denn dort im Busch war nicht ein Lamm, da war ein Widder. Aber das Lamm würde noch kommen. Und Johannes am Jordan sagt dann, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und Abraham hat also, Jesus sagen will, ihr sagt, Abraham ist euer Vater, aber Abraham hat sich über mich gefreut. Er hat auf das Evangelium hin gefiebert. Er wusste, dass man nicht durch eigene Werke, nicht durch ein eigenes Opfer Lösung finden kann. Ja? Nicht das Opfern eines Sohnes kann mich retten, sondern weil Gott seinen Sohn gibt. Mit anderen Worten, ihr verlasst euch auf Abraham, aber Abraham hat auf mich gehofft. Ja? Abraham, euer Vater, verlockte, als er meinen Tag sehen sollte. Aber die Juden wollen das nicht hören, ja? Weil das würde ja bedeuten, dass alle ihre guten Werke, alle ihre Selbstlob, all das nicht nütze ist, ja? Weil Erlösung aus Gnade ist. Und und deswegen tun sie das Ganze lächerlich machen. Ja? Abraham, du bist nicht mal 50 Jahre alt, hast Abraham gesehen, ja? Und dann
sagte Jesus diesen Satz. Und Ellen White, das habe ich letztes Mal nicht gesagt oder hatte ich nicht geschaut. Aber jetzt wollen wir es auf jeden Fall noch nachholen. Ellen White sagt, als Jesus gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich, sagt sie, da wurde alles ganz ruhig. Vorher war dieses Gespräch hin und her, wahrscheinlich haben Leute auch ein bisschen getuschelt und sich so Gedanken gemacht. Und, hast du gehört, was er gesagt hat oder was jene gesagt haben? Plötzlich wird es mucksmäuschenstill. Weil wir haben gesehen, er hat es mehrmals verpackt, er hat es mehrmals so angedeutet, aber niemals so explizit. Jetzt sagt er, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, ich bin. Er sagt, ich bin der Gott des Alten Testamentes. Und dann sagt sie, dass nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten Stein aufgehoben haben, sondern sogar viele von der Volksmenge, die vorher vielleicht, einige von denen vielleicht vorher eher sympathisch mit Jesus waren, aber das war für sie, das konnten sie nicht glauben. Ja? Und da sieht man auch, was für eine gewaltige Wahrheit das ist. Ja? Und wie, warum Jesus auch lange Zeit damit, also warum Jesus das nicht überall hat raushängen lassen, ja? Ich bin Gott, ja? Sondern weil er wusste, dass das hat das Potenzial, also das ist eine sehr gewichtige Wahrheit. Und wir haben gesehen, das Kapitel beginnt damit, dass Steine aufgehoben, also dass eine Frau gesteinigt werden soll. Und es endet damit, dass sie den Erlöser selbst steinigen wollen. Und aber Jesus entkam, heißt es ja in Vers 59. Er entkam so. Und dann geht es quasi direkt weiter in Kapitel 9. Und wir lesen mal, weil das, was jetzt folgt, ist tatsächlich quasi die nächste Geschichte, immer noch im zeitlichen Kontext. Wer mag mal lesen? Jesaja, Johannes 9, Vers 1. Ging, sah er einen Menschen, der blind war, vor Geburt an. Okay, ein Mensch, der blind war, und das Interessante ist, hatte Jesus schon mit blinden Menschen zu tun gehabt? Hat Jesus schon blinde Menschen geheilt? Ja. War natürlich. Aber viele Menschen offensichtlich waren eher Menschen, die im Laufe der Zeit erblindet sind, ja, die vielleicht alt geworden sind, wo eine Krankheit gewesen ist, die mal sehen konnten und erblindet sind. Aber hier ist jemand, der war blind von Geburt an. Ja, da war nicht irgendwie nur was krank geworden, sondern der war blind von Anfang an. Nun, übrigens, wenn man blind ist, dann sieht man nichts. Ja? Man könnte sagen, das Leben ist finster. Vielleicht können wir noch einen Vers, bevor wir weiterlesen, in Johannes 1. Weil Johannes 1, da steht was Interessantes, und zwar in Vers 5. Johannes 1, Vers 5. Da steht: Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Genau. Jesus hatte damals in Johannes 8 gesagt, nachdem er der Frau vergeben hatte, ich bin das Licht der Welt, oder? Das war die Geschichte, die jetzt deutlich macht. Er ist das Licht der Welt. Was bedeutet das? Er kann Sünden vergeben. Er will Sünden vergeben, weil er so barmherzig ist. Und er kann Sünden vergeben, weil er Gott ist. Ja? Nur weil er Gott ist, kann er Sünden vergeben. Ehe Abraham war, bin ich. Er begründet, warum er der Frau die Sünden vergeben kann. Das Licht scheint in der Finsternis. Und was macht die Finsternis in Johannes 8? Er kennt es nicht. Sie heben Steine auf und wollen ihn töten. Ja, das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, eine Geschichte, um das ganz klar zu illustrieren. Und das Nächste, was jetzt passiert ist, sie gehen an einer Stelle vorbei und da sitzt ein Mann, der ist blind. Der ist blind und zwar von Geburt an. Der ist quasi dunkel in seinen Augen. Der kann nichts sehen. Ja, das Licht schaut in die Finsternis und die scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Nun, zurück zu Johannes 9. Lesen wir Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Okay, was für eine interessante Frage. Sie sagen Rabbi. Ja, Rabbi heißt, weißt du noch, was Rabbi heißt? Lehrer. Ja, genau. Rabbi heißt wörtlich aramäisch mein Großer. Rab ist der Große und I, das ist mein. Mein Großer, ja, großer, also großer Lehrer, ja, Rabbi. Und das, was ist das Interessante an der Frage, die sie stellen? Was er, ob er gesündigt hat oder ob er seine Eltern gesündigt hat. Genau, für sie. Also was impliziert das? Wenn der nicht blind von Geburt an gewesen wäre, was hätten Sie dann die Frage gestellt? Also angenommen, Sie hätten ihn getroffen und hätten gesagt, seit wann bist du blind? Seit 3 Jahren. Hätten Sie dann die Frage gestellt? Nein. Nein. Was wäre dann in Ihrem Kopf ganz klar gewesen? Dass er gesündigt hat. Er hat gesündigt, ja. Die Frage impliziert
ein Mensch, der krank ist, ein Mensch, der etwas Schlimmes erlebt, ein Mensch, der irgendwie gehandicapt ist, der muss gesündigt haben. Ja. Und weil er gesündigt hat, deswegen ist er krank, deswegen ist er gehandicapt, deswegen ist er blind, arm, was immer. Ja? Nur bei dem ist das Problem, der kam schon so aus dem Mutterleib. Und hat er jetzt im Mutterleib gesündigt? Und deswegen bekommen sie sozusagen, ihr Weltbild bekommt einen Kratzer. Ja? Das war ganz klar, sie sind an Leuten vorbei, ah, du hast gesündigt, alles klar, du bist krank, du bist arm, du bist nicht, du hast gesündigt. Aber der ist immer schon so gewesen. Haben denn seine Eltern gesündigt? Ja, also das war ein weit verbreitetes Bild. Das war nicht nur die Jünger, so Ellen White sagt. Es wurde generell geglaubt von den Juden, dass die Sünde in diesem Leben gestraft wird. Ist das so? Wird Sünde in diesem Leben bestraft? Das ist eine interessante Frage, ja. Aber die letztendliche Strafe für die Sünde kommt nicht in diesem Leben, sondern nach den 1000 Jahren. Ja, da kommt die eigentliche, tatsächliche gerechte Strafe Gottes. Deswegen dachten sie, dass jedes Leiden direkt eine Strafe ist für irgendetwas, was man falsch getan hat. Ja? Das ist ein bisschen die Idee von Karma. Ja? Du hast was Böses getan, passiert dir was Böses. Ja, so, das ist so diese Idee. Nun, stimmt es, dass Sünde der Ursprung für Leiden ist? Ja. Was ist das denn dann das Problem mit dem Denken? Was ist das Problem dann mit dem Denken der Juden? Die haben ja gesagt, immer wenn du leidest, hast du gesündigt. Und jetzt sagen wir, stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Aber trotzdem sagen wir, jedes Leiden hat Sünde als Ursache. Also warum hatten die Juden dann, wo lagen die Juden falsch in dem Denken? Das Problem war, oder anders gesagt, Sünde ist ja nicht gerecht. Ja, also wenn ich sündige, leiden Menschen, die, also ich leide vielleicht auch selbst, aber es leiden vor allem auch Menschen, die nichts dafür können, für meine Sünde. Ja? Also im generellen Sinne ist alle Krankheit, die es gibt, gibt es, weil es Sünde gibt. Ja? Weil Adam gesündigt hat und viele andere gesündigt haben, gibt es Krankheit und Leid auf der Welt. Aber das heißt nicht, dass sozusagen die Korrelation immer zwischen der eigenen Sünde und dem eigenen Leiden geht. Ja? Also wenn ein Attentäter in eine Schule kommt und schießt um sich und verletzt jemand, ist es die Sünde des Attentäters, aber das Leid eines anderen. Und deswegen hasst Gott die Sünde, weil sie sich quasi nicht selbst bestraft, sondern weil immer Fremde leiden auch. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun, diese Idee also, dass jeder, der leidet, auch gesündigt haben muss, war super gefährlich. Schaut mal mit mir in Jesaja 53. Werdet ihr sehen, warum. Und warum Jesus auch zu diesem Zeitpunkt, ein halbes Jahr vor dem Kreuz, unbedingt diese Theorie eigentlich ihnen ausreden musste. Jesaja 53 und dort Vers 4. Ihr wisst, Jesaja 53 geht es um wen? Um Jesus, um den Messias. Und zwar als das Lamm Gottes. Ja? Was steht denn Vers 4? Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ganz genau. Das heißt, hier wird schon prophetisch vorher gesagt, als die Menschen Jesus gesehen haben, hat Jesus gelitten. Ist er verletzt gewesen? Hat er Leid erlebt? Ja? In dieser Denkweise, was war denn die Schlussfolgerung? Wenn Jesus so leidet, am Kreuz stirbt, was ist dann die logische Konsequenz in dieser Denkweise? Er muss gesündigt haben, ja? Er muss schwer gesündigt haben, ansonsten würde Gott das doch nicht zulassen. Und das heißt, hier sehen wir wie eine Wahrheit, nämlich die Wahrheit, dass Sünde Leid zur Folge hat, so von Satan, sagt Ellen White, pervertiert worden ist, dass man immer Schlussfolgerung hat, wenn jemand Leid erlebt, dass er selbst gesündigt haben muss. Sodass sogar als der Erlöser kam, der das Leid sozusagen stellvertretend auf sich genommen hat, man in ihm dann einen Sünder gesehen hat. Könnt ihr sehen, wie also der Satan die Wahrheit so verfälscht hat, dass man plötzlich die eigene Erlösung nicht mehr sehen konnte. Und deswegen gab es in der Bibel eine Geschichte, die von Anfang an, buchstäblich von Anfang an der Bibel, das israelitische Volk darauf vorbereiten sollte, diesen Fehler nicht zu begehen. Welche Geschichte in der Bibel ist explizit da, um deutlich zu machen, nicht jeder, der leidet, ist selbst schuld daran. Gibt es eine Geschichte? Die haben gesündigt und dann haben Konsequenzen erlitten. Aber es gibt eine Geschichte, die gleich am Anfang, als die Bibel geschrieben worden ist, mit aufgeschrieben worden ist, wo deutlich wird, da leidet jemand und der leidet brutal. Und er kann. Hiob. Hiob, oder?
Nun, Hiob war nicht sündlos in seinem Leben, aber eins ist ganz deutlich, die Dinge, die er erlebt, das Leid, das er erlebt, das ist nicht, weil er gesündigt hat. Das ist nicht seine Sünde, die Gott jetzt ihm einfach so vor die Füße wirft. Das macht dieses Buch ganz, ganz deutlich. Und was sagen die drei Freunde, die zu ihm kommen, die sein Leid sehen? Also 7 Tage sagen sie wie viel? Er hat gesündigt. 7 Tage sagen sie gar nichts, ja? Das waren die besten 7 Tage. Da haben sie einfach nur geschwiegen. Aber als sie den Mund aufmachen, sagen sie, schau mal, du leidest so, also musst du gesündigt haben. Und was sagt Gott dann über diese Freunde? Schaut mal, Hiob 21, erst schon, was Hiob sagt. Hiob 21. Hiob 21, Vers 27. Da sagt er, seht, ich kenne eure Überlegungen und die listigen Pläne, mit denen ihr mir Unrecht tun wollt. Ja? Er sagt, ich weiß, wie ihr denkt, ich weiß, wie ihr mich bewertet, aber das ist falsch, das stimmt nicht. Ja? Und glaubt ihr, die Jünger kannten eigentlich das Buch Hiob? Die Pharisäer, die haben es gelesen und haben es irgendwie nicht verstanden, die haben nicht begriffen, was hier gesagt wird. Was sagt Gott über diese Freunde, Hiob 42 und dort Vers 7? Das ist ja interessant. Schaut mal, Hiob 42, Vers 7. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter. Das war der als erster so geredet hat. Ja, so falsch. Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von wem geredet? Er sagt, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Wie mein Knecht Hiob, ja? Also, sie haben über Hiob geredet. Aber Gott sagt, indem ihr dem Hiob vorgeworfen habt, ein Sünder zu sein, obwohl er ja gar nicht in dem Fall jetzt schuld war, habt ihr schlecht über wen geredet? Über Gott. Über mich, weil ihr nämlich den Eindruck erweckt habt, dass ich ein Gott bin, der, sobald jemand sündigt, einfach draufhaut. Ja? Das heißt, dieses Bild, dass ein Mensch, der leidet, der krank ist, der verletzt ist, der gehandicapt ist, dass der automatisch ein schwerer Sünder sein muss, ist nicht nur falsch, es gibt ein falsches Bild über Gott. Und das war das Problem, was die Juden ja hatten, die Zeit von Jesus, sie hatten ein falsches Bild von Gott. Und deswegen haben sie Gott nicht erkannt, als er vor ihnen stand. Als er gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Ich habe falsch über mich geredet. Und deswegen hängen diese beiden Geschichten jetzt auch ganz eng miteinander zusammen. Schaut mit mir, was die Bibel sagt. Es ist nicht nur das Buch Hiob übrigens. Das fand ich auch interessant in der Vorbereitung. Das war mir gar nicht so bewusst. Schaut mal Prediger 9. Prediger 9, Vers 1 und 2. Das ist eine ganz interessante Stelle. Wer hat das Buch Prediger geschrieben? Prediger hat geschrieben Salomo. Nicht wahr? Salomo, ein weiser Mann. Und Salomo hat viel Gutes gemacht und auch viel Schlimmes gemacht. Hat viel erlebt in seinem Leben, jahrzehntelang. Und am Ende seines Lebens hat er sich wieder bekehrt. Sagt er folgende Sätze, die er beobachtet hat. In Prediger 9, Vers 1 und 2. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen. Und dies habe ich zu erkennen gesucht. Dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen vor ihnen. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Also Salomo sagt, es macht keinen Unterschied, ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht, oder ob du gut bist oder schlecht. Beide können Krebs bekommen. Ja? Oder beide können sich ein Bein brechen. Ja? Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht, was deine persönliche Erlösung angeht, ja? was dein Herz angeht und das ewige Leben angeht. Aber wenn es um Missgeschicke, um schlimme Dinge in diesem Leben geht, ja? Dass ich einen Autounfall habe oder dass ich mit Krebs diagnostiziert werde oder irgendetwas sowas, ja? Er sagt, das kann allen passieren. Und ich kann nicht einfach durch ein gutes Leben, durch zahlreiche Opfer bewirken, dass mir das nicht passiert. Natürlich kann ich durch eine gesunde Lebensweise die Chance reduzieren, Krebs zu bekommen, ja? Aber es gibt auch Menschen, die haben ihr Leben lang vegan gelebt und gesund gelebt und ich weiß nicht was und haben trotzdem Krebs bekommen. Das gibt's. Wir sagen ja nicht, dass das unmöglich ist, wir sagen nur, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Wir können von unserer Seite einen ganzen wir können viele Dinge vermeiden, aber wir können nicht alles verhindern. Und das zeigt ganz deutlich, dass wir das persönliche Leid eines Menschen nicht auf seine eigene Moralität zurückführen können. Das ist unmöglich. Es ist zwar immer Sünde irgendwo im Hintergrund und oft genug ist es natürlich auch so, dass Menschen leiden, weil sie gesündigt haben, ist keine Frage. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, also es ist nicht keine direkte Verbindung zwischen den beiden Dingen. So, jetzt gehen wir zurück zu Johannes. Johannes 9, Vers 3. Also die Jünger stellen die Frage, also wer ist jetzt schuld? Ist er selbst schuld? Hat er schon im Mutterleib gesündigt? Ja? Oder seine Eltern? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus, Vers 3.
Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbart werden. Genau. Ellen White sagt das so schön, er hat nicht versucht zu erklären, warum der Mann leidet, weil es gab eine Erklärung. Ja? Es ist ja nicht so, dass Gott gesagt hat, ich möchte einfach mal meine Herrlichkeit darstellen, du bist jetzt blind. Ja? Sondern es gab irgendeinen Grund, irgendeinen genetischen Grund, irgendeine Ursache wird es gegeben haben, aber Gott hat das jetzt benutzt, um seine Werke zu offenbaren. Ja, und das ist jetzt sehr interessant. Also das zeigt, dass die Jünger eine Frage gestellt haben, die Jesus nicht so wirklich beantwortet hat. Sie wollten wissen, warum ist das geschehen? Und sie bekommen keine konkrete Antwort. Jesus sagt nicht, das liegt daran, dass bestimmtes Gen von dem Urgroßvater und so sich jetzt so und so oder dass irgendwas bei der Zellteilung im Mutterleib nicht, er sagt es nicht. Oder irgendein Umwelteinfluss auf das Embryo. Er erklärt, obwohl das könnte, ja. Er könnte genau erklären, warum der jetzt blind war, aber das sagt er nicht. Aber er sagt, dass obwohl das passiert ist, obwohl es dieses Negative gibt, kann Gott daraus etwas Positives machen und darauf wendet er den Blick. Und das, glaube ich, für uns auch wichtig, weil wir nicht alles in unserem Leben erklären können. Wir können nicht erklären, warum bestimmte Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, aber wir können sehen, wie Gott diese Dinge, die in einer sündigen Welt existieren, zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit benutzt. Und das macht er jetzt hier. Die Werke Gottes. Schauen wir ganz kurz, lassen wir den Finger hier, zu Matthäus 11, Vers 5. Jesus hat ja öfter schon Blinden die Augen geöffnet, oder? Matthäus 11, Vers 5. So. Matthäus 11, Vers 5. Das ist die Szene, wo die beiden Jünger, oder wo, ja, die, genau, wo die Jünger, ja, zwei seiner Jünger, von Johannes dem Täufer, der im Gefängnis ist, zu Jesus kommen und fragen, bist du der Messias, ja? Und was sagt Jesus in Vers 5? Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Arme wird das Evangelium verkündet. Genau, wir haben damals gelernt, als Johannes der Täufer sich fragt, bist du wirklich der Messias, sagt Jesus, schaut an, was passiert. Die Blinden werden sehend, die Lahmen gehen, die Armen hören das Evangelium. Und das war natürlich alles Jesaja 61. Ja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen und die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und so weiter. Das heißt, die Werke offenbaren, dass Jesus der Messias ist. Was heißt denn das, die Werke Gottes? Geh mal zurück zu Johannes und schau mal zu Johannes 6. Jesus hat dir gesagt, damit die Werke Gottes offenbar werden. Was sind die Werke Gottes? Johannes 6 und dort Vers 28 und 29. Da wird jetzt genau dieser Punkt gemacht. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Okay, was ist das Werk Gottes hier in diesem Vers? Jesus. Fast, ja, Jesus, ja, aber was ist genau das Werk? Ja, die Menschen, also die fragen ja, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Die sagen, wir würden gern Gottes Werke wirken. Was müssen wir tun? Und Jesus sagt, ihr müsst glauben an Jesus. Das heißt, wenn Jesus sagt, dieser Mann hier, es ist jetzt unwichtig, ob wegen ihm oder wegen den Eltern oder wegen irgendeinem anderen Grund, ja, die Frage nach dem Grund ist unwichtig. Die Frage ist, was wir daraus machen, was Gott daraus machen kann. Er kann daraus machen, dass das Werk Gottes offenbar wird, dass Menschen jetzt an mich glauben. Ja, das heißt, Jesus sagt, dieser blinde Mann kann jetzt zu einem Menschen werden, durch das, was an ihm passiert, werden Menschen an mich glauben. Das ist das Werk Gottes sozusagen. Nun, Johannes 9, Entschuldigung, Vers 4. Jetzt geht's noch weiter. Johannes 9, Vers 4. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Genau, die Werke Gottes sollen offenbar werden. Jesus sagt, ich muss die Werke Gottes wirken und zwar wie lange? Solange es Tag ist. Was sind das? Was heißt denn das? Hat Jesus jetzt Angst gehabt, dass er in der Nacht nicht mehr heilen kann? Mhm. Kann Jesus auch nach Sonnenuntergang heilen? Ja oder nein? Ja. Es gibt eine Geschichte, haben wir gelesen mal in Markus, wo die Menschen am Sabbat, wo Jesus am Sabbat in der Synagoge den Dämonen besessen heilt und dann warten die bis Sonnenuntergang, ja, und kommen erst danach, weil sie denken, dass man am Sabbat nicht geheilt werden darf, ja. Und dann heilt Jesus sie am Abend, ja, und am frühen Morgen zieht er dann weiter. Aber was will das sagen? Ich muss wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das ist ja offensichtlich wie so eine Art Sprichwort, so eine Art Bild, ja. Er will damit sagen, ich habe nicht ewig Zeit, ja. So wie wir auch sagen, nicht wahr, ich muss jetzt arbeiten, es kommt der Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr machen kann. Denn es kam der Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz sterben würde und dann auferstehen würde, in den Himmel fahren würde. Ja. Alles, was wir über Gottes Wesen und Gottes Charakter
noch zeigen wollte, musste er in den nächsten knapp 6 Monaten zeigen. Und es ist kein Zufall, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben jetzt von den 3,5 Jahren, ja, wenn das jetzt 3,5 Jahre sind, in diesem Seminar seit 2015, ungefähr 3 Jahre abgedeckt, also ein bisschen mehr als 3 Jahre, also ungefähr 3 Jahre. Fehlt nur noch ein halbes Jahr. Jetzt können wir denken, wir sind fast am Ende, nicht wahr? Wenn ihr mal anschaut, wir sind in Johannes 9, das Kapitel hat 21 Kapitel. Ja, wenn ihr schaut, wo wir in Matthäus und Markus sind, wir haben noch gut die Hälfte vor uns. Wenn ihr im Leben Jesu schaut, wir haben noch nicht ganz, ein bisschen über die Hälfte erst geschafft. Also mit anderen Worten, hier am Ende kommen die allermeisten Geschichten. Ja, das fängt langsam an und das, also wenn man es als Kurve zeichnen würde, dann wäre das ungefähr so. Ja, so, ja, so in der letzten Woche am allermeisten. Weil Jesus natürlich gewusst hat, jetzt, es ist nicht mehr viel Zeit und er hat jetzt ganz bewusst viele Sachen auch wiederholt und besonders gezeigt, weil er jetzt noch diese Zeit nutzen wollte. Übrigens auch für uns ein interessantes Bild, denn auch wir haben nicht ewig Zeit. Ja? Also egal, ob wir das jetzt weltgeschichtlich betrachten bis zur Wiederkunft oder auch in unserem Leben, wir haben nicht ewig Zeit. Alles, der Prediger sagt, schaut mal, Prediger 9, Vers 10, was der Salomo sagt. Und eine der ernüchterndsten Dinge, die ich in den letzten so wenigen Jahren für mich persönlich festgestellt habe, ist etwas, worüber ich früher nie nachgedacht habe. Ich habe festgestellt, also selbst wenn Jesus nicht in den nächsten Jahren kommt, wenn ich noch tatsächlich irgendwie 80 werden sollte oder so, meine Lebenszeit reicht gar nicht aus für alles, was ich mir theoretisch vorstellen könnte zu tun. Reicht gar nicht aus. Ich könnte nicht mal alle Bücher lesen, die ich lesen wollte. Ja? Ich muss jetzt anfangen, die Priorität zu setzen. Ja? Und das ist eine wichtige Sache, die man lernen muss. Prediger 9 und dort Vers 10, dort steht: Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und keinen Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Wir haben nicht ewig Zeit. Und glaubt mir, heute denke ich mal, meine Güte, als ich 25 war oder 23, was habe ich Zeit vergeudet? Ja, was habe ich mal, also Botschaft an alle jungen Leute, ich vergeude nicht eure Zeit. Ich denke, meine Güte, ich wüsste jetzt ganz genau, was ich da alles machen könnte, was ich noch alle reinpacken könnte, aber naja, wie auch immer. Gott ist gut, aber was der Salomo sagt, dass er am Ende seines Lebens nicht ohne Grund, ja auch zum Teil ja auch an die jungen Leute dann. Er sagt, du hast nicht ewig Zeit. Was du wirklich tun willst in deinem Leben, tue jetzt. Ihr wisst vielleicht, Jesus hatte eine große Priorität in Johannes 4. Vers 34 sagt er, Johannes 4, Vers 34, das ist bei der Frau am Jakobsbrunnen, da sagt er in Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ja. Davon hat er sich ernährt. Das war nicht so ein, naja, schön, wenn ich das auch noch tun kann. Das war sein Lebenselixier. Er hat sich davon ernährt, dass er Gottes Willen getan hat. Also das war nicht so, oh, ich muss Gottes Willen tun, sondern ach, ich kann Gottes Willen tun. Das hat ihn am Leben erhalten quasi, ja, dass er Gottes Willen tun konnte. Und das ist eine interessante Frage, interessante Sache. Schaut mal Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann wie viel von sich selbst aus tun? Nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So, das heißt, Jesus sagt, schaut genau hin, dieser Mann hier, an ihm werden die Werke Gottes offenbar. Was ich jetzt an ihm tun werde, ist das, was auch der Vater tun würde, wenn er hier auf der Erde wandeln würde. Ja, er hat ja gerade gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Gesagt, ich bin Gott. Und jetzt will er deutlich machen, was ihr jetzt sehen werdet, ist, wie Gott ist. Die Werke Gottes werden an ihm offenbar. Und das ist interessant. Wir können natürlich sagen, oh, warum ist mir das passiert? Warum muss ich leiden? Warum ist das Schlimme passiert? Ja? Wir können immer nach den Ursachen fragen. Wir können uns aber auch fragen, wie kann mein Missgeschick zu Ehre Gottes beitragen? Wie kann in meinem Leben das Werk Gottes offenbar werden? Ja? Wie kann Gott sich in meinem Leben verherrlichen? Wie kann er die Probleme lösen? Johannes 5, Vers 36. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, ich tue nicht einfach Dinge in Übereinstimmung mit Gott, sondern woher kommen die Werke, die er tut? Vom Vater. Also Gott hat Werke geschaffen, die Jesus genommen hat und getan hat. Ist es bei uns auch so? Sollen wir auch Werke tun, die bereits geschaffen worden sind?
was sagt Epheser 2, Vers 10? Dass wir eine Schöpfung sind, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Ja, so wie Jesus nicht einfach gesagt, was soll ich jetzt tun? Hoffentlich ist es mit dem Vater in Übereinstimmung. Er hat einfach das getan, was ihm der Vater gezeigt hat. So wie er auch die Dinge gesagt hat, die ihm der Vater gezeigt hat. Hat er die Dinge getan, die der Vater ihm gezeigt hat. So sollen auch eigentlich, so sollen wir in unserem Leben, und ich glaube, wir müssen alle uns neu hinterfragen, tun wir das wirklich, müssen wir das tun, was Gott uns gezeigt hat. Die Werke Gottes offenbaren. Nun, übrigens noch, wo wir das Thema hatten mit die Zeit ist knapp oder wir sollten die Zeit nutzen, schaut mal Epheser 5, was der Paulus sagt. Epheser 5 und dort Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was heißt das, kauft die Zeit aus? Andere Formulierung. Nutzt die Zeit, ja. Verplemper die Zeit nicht. Kauf sie aus, ja. Mach so viel wie möglich aus der Zeit, die du hast, denn die Tage sind böse. Hm. Sind die Tage heute auch böse? Ja, also der Ratschlag ist, also ist sowieso relevant, weil er in der Bibel steht, aber wir leben in einer bösen Zeit, also sagt uns die Bibel, gerade weil es auch Endzeit ist, sollen wir explizit die Zeit nutzen, die wir haben. Und dann gibt es so einen ganz praktischen Ratschlag in Kolosser 4, Vers 5, wie wir das tun sollen. Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Ja? Weise sich, also die Zeit nicht verplempern, nicht vergeuden, weise sein, wie man die Zeit nutzt. So, Jesus sagt, ich habe nicht mehr ewig Zeit, aber ich möchte die Werke Gottes offenbaren. Jetzt schauen wir Johannes 9. Johannes 9 und dort Vers 5. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. So, wo haben wir das letzte Mal gelesen, dass Jesus das Licht der Welt ist? Wo haben wir gelesen, dass Jesus das Licht der Welt ist? Er sagt hier in Johannes 9, bei dem Blindgeborenen, ja, der Blindgeborene, wo die Frage ist, wer hat gesündigt? Ja? Wo also die Frage mit der Sünde im Raum stellt, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wo hat Jesus schon mal in diesem Buch gesagt, ich bin das Licht der Welt? Ich bin kurz davor, wir fangen einfach mal vor einem Jahr nochmal von vorne an. Wo hat Jesus gesagt? In Johannes 8, Vers 12, oder? Johannes 8, Vers 12, da hat er gesagt, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 9 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wir sollen merken, hey, das hängt zusammen, weil die Geschichten sind ja nur vielleicht höchstens Tag nebeneinander, wenn nicht sogar am gleichen Tag passiert. Er sagt zweimal, ich bin das Licht der Welt. Und zwar einmal in Bezug auf die Ehebrecherin, von der jetzt absolut und in jedem Fall total klar ist, dass sie gesündigt hat, denn sie wurde bei der Sünde getappt, oder? Da geht es um die Sündenvergebung. Und jetzt treffen sie auf diesen Blindgeborenen, wo wieder die Frage der Sünde thematisiert wird, obwohl er selbst gar nicht dafür was kann. Und Jesus sagt wieder, ich bin das Licht der Welt. Und verbindet damit sozusagen die Geschichte von dem Blindgeborenen mit der Geschichte von der Ehebrecherin. Ja? Weil es um den Charakter Gottes geht und all das, was ist. Wir trennen das nur, weil da eine Kapiteleinteilung ist. Die gibt es aber gar nicht. Ja? Für Johannes war das einfach eine zusammenhängende Sache. Ja? Das Licht der Welt. Er erklärt also jetzt quasi hier mit dieser Geschichte, mit dem, was er an dem Blindgeborenen tut, erklärt er, was er hier quasi gemacht hat, als er der Frau vergeben hat. So, jetzt. Schaut mal mit mir in Jesaja 42. Jesaja 42. Und dort Vers 6 und 7. So, das ist sehr interessant. Jesaja 42, Vers 6 und 7. Dort heißt es, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen und zum Licht für wen? Für die Heiden. Oder mit anderen Worten, alle anderen Völker. Man könnte auch sagen, das Licht der Welt, ja, das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Und zwar wozu? Vers 7. Dass du die Augen der Blinden, Blinden öffnest. Aber geht es da jetzt einfach nur darum, dass Blinde sehen werden? Ja. Nein, das ist natürlich wieder, nicht wahr? Die Blindheit der Sünde. Ja. Du bist das Licht der Welt, damit du die Augen der Blinden öffnest, ja, die gebunden aus dem Gefängnis führst, aus dem Gefängnis der Sünde und so weiter.
Das heißt, Jesus sieht diesen Blindgeborenen und sagt, ich werde jetzt etwas an ihm tun, damit er Jesaja 42 versteht. Ich frage mich nur, ob die Leute Jesaja 42 da vor Augen hatten. Ja, aber das ist eigentlich so offensichtlich, denn ich bin ja das Licht der Welt. Jesus, dem Gott sagt zum Messias, ich setze dich zum Licht für die Heiden, zum Licht für die Welt, damit du die Augen der Blinden auftust. Und das heißt, dass Jesus, der selbst das Licht der Welt ist, auch den Jüngern zeigen möchte, wie sie arbeiten sollen. Denn in Jesaja 60 steht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, nicht wahr? Und später sehen wir in der Apostelgeschichte, wie die Jünger diese Verse von dem Licht der Welt auch auf sich beziehen und sagen, wir sind das Licht der Welt. Matthäus 5, nicht wahr? Ihr seid das Licht der Welt. So wie Jesus jetzt dieser Frau hier das Evangelium gebracht hat und jetzt an diesen Menschen hier handelt gleich, so sollen auch seine Nachfolger Licht sein und das Licht von Jesus weitergeben. Und da schauen wir mal deswegen Apostelgeschichte an, Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13 und dort Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Genau, das ist ein Zitat woraus? Aus Jesaja? Jesaja 49. Genau, das ist auch wieder so ein Zitat aus diesem, ihr seid das Licht der Welt, nicht wahr? Und die Apostel sagen, das ist unsere Aufgabe auch. Ja? Das heißt, was Jesus jetzt hier tut, verweist auch auf ihre eigene Aufgabe. So, was macht er dann jetzt? Ah, Entschuldigung, das muss ich, Apostelgeschichte 26, Entschuldigung, den müssen wir noch lesen. Apostelgeschichte 26 und dort Vers 18. Vers 17 und 18, ja? Also, das ist, wo Paulus erklärt, wie er bekehrt wurde, nicht wahr? Als er dort auf der Weg nach Damaskus war, erklärt er jetzt dem Agrippa, da sagt er Vers 16, aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde, Vers 17, und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, Vers 18, um ihnen was? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Jesus sagt, wenn einem Menschen die Augen geöffnet werden, ist das ein Bild dafür, dass Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Das Licht scheint in die Finsternis. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und hier hat sich eine Frau bekehrt. Und jetzt will er anhand, und da die meisten aber das abgelehnt haben, nicht wahr, stattdessen Steine aufgehoben haben, will er jetzt an diesem Blindgeborenen zeigen, was es bedeutet, wenn Menschen die Augen geöffnet werden und sie sich bekehren, dass sie von der Sünde zur Gerechtigkeit, von Satan zu Jesus, von der Finsternis zum Licht kommen. So, und das müssen wir uns anschauen. Johannes Kapitel 9, wir sind gleich am Ende, aber diese beiden Verse machen wir noch. Johannes 9 und dort Vers 6. Weil jetzt macht Jesus etwas. Da muss es bei uns Klick machen. Und als er dies gesagt hatte, was macht er? Spuckt er auf die Erde. Er spuckt aus. Ich meine, das hätten wir jetzt nicht unbedingt erwartet. Nicht wahr? Gerade hat er noch gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Ja? Und jetzt spuckt er auf die Erde. Und was macht er dann? Ein Brei. Und er macht einen Brei mit dem Speichel, also nimmt also Staub, Erde mit Speichel. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerne auf euer Gesicht gehabt hättet. Der darauf gespuckt. Und nimmt das hat ja auch eine komische Konsistenz, nicht? Ja? Und streicht ihm, man kann auch sagen, reibt ihm die Augen ein, ja, auf die Blinden. Und jetzt mal eine Frage an euch. Was werden die Jünger in dem Moment gedacht haben? Als sie Jesus auf den Boden spucken sehen und die Spucke nehmen mit der Erde und ihm auf die Augen reiben, was werden die gedacht haben? Das ist jetzt der Test, wie gut ihr in den letzten Jahren aufgepasst habt. Die werden gesagt haben, Moment mal, sowas Ähnliches haben wir schon mal gesehen. Denn Jesus hatte schon zweimal mit Spucke geheilt. Schon zweimal. Es gibt drei Geschichten in der Bibel, wo er mit Spucke heilt. Einmal einen Blinden, dem hat er sogar auf die Augen gespuckt. Und davor hatte er einen Taubstumm geheilt, bei dem er, das war auch so merkwürdig, etwas in einen Finger ins Ohr gesteckt hat, könnt ihr daran erinnern, und dann mit
mit seiner, und dann Schwucke genommen hat und auf die Zunge getan hat. Und dann auch zum Himmel geblickt hat und gesäuft hat und Ephata gesagt hat, ja, tu dich auf. Und da haben wir damals festgestellt, das waren sehr merkwürdige Heilungen. Das waren nicht einfach die normalen Heilungen, wo Menschen zu Jesus kamen, hat sie geheilt. Das waren Heilungen, wo er die Volksmenge weggenommen hat und die speziell für die Jünger waren, wo die Jünger etwas sehen sollten. Bei dem ersten war es so, der hatte ja ein Problem mit dem Ohr. Jesus hat seinen Finger ins Ohr gesteckt und hat gesagt, tu dich auf, also werde durchstoßen sozusagen. Und das war eigentlich dazu da, wenn ihr euch erinnern könnt, könnt ihr mal die Folge anschauen, das ist schon ein bisschen her, dass die Jünger verstehen sollten, wir hören dich richtig zu. Und Jesus wünscht sich nicht, dass dem Mann die Ohren, also das hätte er auch einfach so machen können, er wünscht sich eigentlich, dass wir zuhören. Und dann bei der zweiten Heilung war das so, da, wo er dem Blinden auf die Augen gespuckt hat. Wisst ihr noch, was da besonders war? Ist der Mann da gleich geheilt worden? Der ist halb geheilt worden. Der konnte dann sehen, aber nur so. Ja, genau, so, der hat so verschwommen. Der war so halb geheilt. Ja? Und er musste dann nochmal geheilt werden. Und das war ein Bild dafür, dass die Jünger schon einiges von Jesus verstanden hatten, aber längst auch kein klares Bild hatten. Die hatten ein verschwommenes Bild vom Messias. Das waren alles beides Heilungen, die eigentlich den Jüngern sagen sollten, wie Jesus wirklich arbeitet. Denn wisst ihr, was das nächste war, nachdem er diesen Mann geheilt hat, also nachdem diese beiden Heilungen gewesen sind, direkt nach der Heilung mit dem Blinden, wo er hingespuckt hat, das nächste, was er den Jüngern gesagt hat, ist, ich werde sterben. Das war direkt, wo er zum ersten Mal seine Leiden angekündigt hat. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, warum er immer gespuckt hat. Wenn man ausspuckt, was ist mit Spucke verbunden? So. Nicht nur in unserer Kultur, auch damals. Ist das eher ein Zeichen der Ehre, wenn man irgendwie ausspuckt? Fühlt man sich da geehrt, wenn man angespuckt wird? Also wenn ich jetzt Spucke nehmen würde und dich damit einreiße, würdest du dich geehrt fühlen? Nee, das ist eher ein Zeichen von Schande, Demütigung. Etwas, womit man eigentlich nichts zu tun haben will. Und das ist genau das, was die Jünger nicht hören wollten. Sie wollten nicht hören, dass Jesus leiden und sterben wird, dass er gedemütigt wird. Sie wollten es nicht sehen. Ja? Und jetzt sind sie wieder hier auf dem, also sie haben noch ein halbes Jahr und Jesus möchte ihnen deutlich machen, warum er dieser Frau vergeben kann. Nicht, weil er einfach die Gesetze aus der Kraft setzt, sondern weil er selbst gedemütigt wird, ja, weil er selbst sich selbst bespuckt werden. Also diese Spucke ist ein, Jesaja 56 heißt es, Jesaja 50, dass er sein Gesicht nicht vor Speichel zurückgehalten hat. Ja? Das ist immer ein Hinweis auf sein Leiden, sein Kreuzestod. Ja, wo er angespuckt wurde. Und das ist etwas, was er jetzt schon mehrfach erklärt hat. Ich glaube, schon zweimal haben wir das gehabt. Und die Jünger wollen es nicht verstehen. Aber Jesus weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und sie rennen auf eine riesen Enttäuschung zu. Er will es ihnen erklären, wie er vergeben kann. Nämlich durch das Leid. Und er hätte auch einfach sagen können, sei geheilt. Stattdessen mit diesem komischen Brei, etwas, wo man sagt, genauso wie die Menschen sagen, wenn am Kreuz, der soll uns retten. Der? Denn er ist doch bestraft, oder? Was hatten die Menschen geglaubt? Wenn jemand leidet, wenn jemand gedemütigt wird, wenn jemand angespuckt ist, dann hat er das auch selbst zu beurteilen, oder? Das ist auch selbst dafür schuld. Wir dachten, er sei von Gott geschlagen. Und Jesus weiß, wenn die Jünger so denken, wenn sie die Frage stellen, wer hat gesündigt? Er selbst oder die? Dann werden sie doch wahrscheinlich, wenn sie Jesus am Kreuz hängen sehen und sagen, okay, er muss doch gesündigt haben. Wir haben es noch nicht mitbekommen. Ja? Und um ihnen das deutlich zu machen, dass das nicht stimmt, will er ihnen deutlich machen, wie etwas, was sie mit Schande und mit Abschaum verbinden, in Wirklichkeit zur Rettung dient. Ja? Diese Verbindung. Sie haben das natürlich in dem Moment nicht wirklich verstanden, weil sie so gut wie nichts gleich verstanden haben, weil auch wir meistens ziemlich schwer von Kapier sind. Aber zumindest waren das so Punkte, die in ihrem Kopf jetzt hängen geblieben sind und die dann später sich alle wieder verdichtet haben. Also er nimmt diesen Speichel, diesen Brei und streicht den Brei auf die Augen. Dann kommt Vers 7 und damit sind wir dann schon am Ende. Vers 7, dort heißt es, und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also der Mann ist blind. Und hat jetzt diesen Spuckbrei auf den Augen, ja? Und wahrscheinlich ist er dahin geführt. Also ich muss mal, jemand wird ihn dahin geführt haben, der konnte ja gar nicht sehen. Ja? Der, also als ich sagte, geh hin, wahrscheinlich müssen seine Jünger oder irgendjemand ihn hingeführt haben, weil. Ja?
Und dann geht er in diesen Teich, wäscht sich und seitdem Teich Siloa. Und Siloa, das wird uns sogar erklärt, weil offensichtlich diesmal der Name wirklich wichtig ist. Namen sind immer interessant, aber hier kommt es drauf an. Denn im Hebräischen ist das Shiloach. Ja? Shiloach, das ist der Gesandte. Das ist der, den man losgesandt hat. Ja? Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, warum hat Jesus wohl gesagt, wasche dich in diesem Teich? Also, wofür könnte wohl das Bild von dem Waschen stehen? Für die Reinigung. Reinigung von den Sünden. Taufe, oder? Und Shiloach, der Gesandte? Jesus. Ja? Wasche dich in dem, also reinige dich in dem, also in Jesus sozusagen. Ja? Ja. Ganz genau. Aber jetzt kommt noch was Interessantes. Wusstet ihr, dass es ein Fest gab, ein israelitisches Fest, wo der Teich Siloa eine besondere Rolle gespielt hat? Und zwar gab es ein Fest, da hat man aus diesem Teich Wasser genommen und in großer feierlicher Prozession auf den Altar geschüttet. Wisst ihr, welches Fest das war? Das Laubhüttenfest. Warum ist das interessant? Das jetzt, ich weiß, wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil wir gucken nicht nur jeden Baum an, wir gucken die Borke und die Rinder an, nicht wahr? Und jeden Pilz, der da wächst. Und deswegen fehlt es mal. Aber wann war denn das letzte Laubhüttenfest hier? In Johannes Kapitel 7, oder? In Johannes 7 ist Laubhüttenfest. Und eigentlich, ich weiß, das ist schon Jahre her, aber Johannes 7, Johannes 8 und Johannes 9 sind nur wenige Tage. Das ist alles, also diese Geschichte hier, die und die spielen quasi direkt nach dem Laubhüttenfest. Ja, da sind gerade, also die Jünger wissen, die haben ja gerade gesehen, wie vor 1, 2, 3 Tagen, ich weiß nicht wie viel, aber gerade Menschen dort von dem Wasser genommen haben, in einer großen feierlichen Prozession und auf den Altar getan haben, ja, als Teil des Laubhüttenfestes. Und Jesus sagt, in diesem Teich wasche dich. An dem Tag, als sie dieses Wasser geholt haben, wisst ihr, was Jesus damals gesagt hat? Wenige Tage vorher in Johannes 7, schaut mal, in Vers 37. Johannes 7, Vers 37, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu wem? Der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat er an dem Tag gesagt, wo die Menschen zum Siloa-Teich gegangen sind, Wasser aus dem Siloa-Teich genommen haben und dann ausgeschüttet haben. Und Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, wenn jemand trinken möchte, ja, Siloa-Teich, der komme zu mir. Und dann sagt er Vers 39, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Ja? Jesus, der Heilige Geist. Und dann, wenige Tage später, nachdem er dieser Ehebrecherin vergeben hat, vielleicht waren das 2 Tage später, ich weiß es nicht, kommt dieser Blindgeborene und Jesus sagt, er spuckt auf den Boden, um seine Jünger daran zu erinnern. Erinnert euch, das waren die beiden Heilungen, bevor ich euch gesagt habe, ich werde sterben, ich werde gedemütigt werden, ich werde geschlagen werden. Und er spuckt und tut es ihm auf die Augen, damit die hier geöffnet werden. Ja, durch sein Leiden werden die Augen geöffnet. Wir haben gesehen, Augen öffnen heißt, bekehren von der Sünde zur Gerechtigkeit, von der Finsternis zum Licht. Und dann sagt er, geh zu diesem Teich. Ja, das heißt, eigentlich müssen wir Johannes 7, 8 und 9 so als Ganzes sehen. Das ist alles noch quasi unter diesem Laubhüttenfest. Und das, was hier Jesus gesagt hat, der komme zu mir, das wahrscheinlich hat das der Mann auch gehört. Ja? Das haben die Jünger auf jeden Fall gehört. Und da geht er hin und er wäscht sich. Kennt ihr noch jemanden, der sich im Wasser gewaschen hat und da kam er raus dem Wasser und dann war er rein? Der Ehemann, nicht wahr? Das war natürlich nicht der Siloa-Teich, das war der Jordan, aber das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Er wäscht sich und dann kann er plötzlich sehen. Und Jesus zeigt also an dieser Geschichte erneut, dass die Vergebung der Sünde nur möglich ist durch sein eigenes Leid und dass die Frage, wer hat dann gesündigt, also ja, leidest du, weil du gesündigt hast, am Ziel vorbeiführen würde, weil dann würde man verpassen, wie Gott eigentlich die Menschen rettet. Also ihr seht, die Geschichte ist eigentlich super verbunden mit den anderen Geschichten. Total interessant. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende, denn ihr werdet sehen, es gibt eine Gruppe, die auch dagegen was gehabt hat, nämlich die Pharisäer. Da werden wir das nächste Mal sehen, wie die versuchten, das Ganze kaputt zu machen. Aber halten wir fest für heute. Es ist noch ein tolles Zitat, damit enden wir. Ellen White sagt, Jesus beantwortete die Frage der Jünger auf eine praktische Art und Weise. Toll, oder? Wie er gewöhnlicherweise Fragen beantwortete, die ihm aus
so Neugier gestellt worden sind. Ja, wenn Leute so aus Neugier Fragen gestellt haben, sagt Ellen White, hat Jesus die Fragen praktisch beantwortet. Er hätte auch sagen können, ja, das ist wegen dem und der Genetik da und da und da, deswegen sagt er so. Ja. Aber das hätte den Menschen nichts genützt, sie wären sich nur klüger gefühlt. Er hat stattdessen diese neugierige Frage genommen und eine geistliche Lektion daraus gemacht. Also wenn wir das nächste Mal mit einem Menschen zu tun haben, der aus reiner Neugier irgendwas wissen will, dann wisst ihr, wie er antworten soll. Der praktisch. Praktisch. Die Jünger waren nicht aufgerufen, die Frage zu diskutieren, ob er jetzt gesündigt hat oder nicht, sondern sie sollten die Kraft und die Gnade Gottes verstehen, indem er jetzt dem Blinden das Augenlicht gibt. Es war offensichtlich, dass da keine Heilkraft in dem Brei war oder in dem Teich, oder? Sondern dass die Kraft in Christus war. Das heißt, diese Heilung ist nicht einfach irgendeine Heilung. Sie war eine Predigt zum Anfassen, buchstäblich, zum Anfassen anschauen. Und wenn die Jünger gut aufgepasst hätten, hätten sie schon vieles verstanden von dem, was dann bald auf sie warten würde. Ja? Ihr könnt also sehen, Jesus hat ganz bewusst versucht, sich immer wieder vorzubereiten, wie Erlösung funktioniert. Nämlich dadurch, dass Jesus die Schande und die Schmach meiner Sünde auf sich nimmt. Und man durfte unter keinen Umständen so denken, wie die Jünger gedacht haben. Denn ansonsten würde man den Erlöser nicht annehmen. Und das zeigt Jesus an dieser Geschichte. Tolle Geschichte, oder? Wollen noch Gott danken für seinen wunderbaren Erlösungsplan? Lass uns niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, was für eine interessante Geschichte. Und Herr, wir danken dir, dass wir diese Geschichte einordnen können, das größere Ganze dieser Kapitel Johannes 7 und Johannes 8. Und Herr, wir danken dir, dass je mehr wir die Evangelien studieren, desto größer unser Blick wird und unser Horizont und wir immer besser verstehen, dass Jesus nichts einfach willkürlich getan hat, sondern immer ganz klare, offensichtliche Ziele verfolgt hat, um deutlich zu machen, was das Wichtigste ist, nämlich die Erlösung in ihm. Herr, du weißt, wie oft wir einfach aus Neugier Fragen stellen und dabei vielleicht das Wichtigste, das Evangelium, aus den Augen verlieren. Herr, gib, dass wir genau verstehen, dass wir allein deswegen ewiges Leben haben, weil Jesus für uns Schande und Schmach erlitten hat. Und dass wir ihm dafür für ewig dankbar sind. Danke, dass du einen Weg gefunden hast, nicht nur der Ehebrecher zu vergeben und den Blinden die Augen zu öffnen, sondern auch uns die Augen zu öffnen und auch uns Vergebung zu schenken. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen.